Morgen, morgen, Mensch, Midgard. Ja, wir sind wieder bei unserer wunderschönen Tankstelle. Hier unser Lagerhaus, letztes Mal erweitert. Da kommt schon die erste Lieferung. Aber für euch erstmal das Intro. So, es geht also los. Ja, halt doch deine Fresse, Junge. Okay, wir haben jetzt hier ein Regal jetzt mehr. Müssen wir hier noch irgendwas renovieren jetzt? Nö, an sich nicht. Ist einfach nur ein Regal zugekommen, ja. So, was haben wir denn hier drin? Was hat sie denn Schönes mitgebracht? Ah, ja, Kartons. Gut, dass ich hier nicht noch so eine Inventur machen muss oder so. Dass ich die Waren nicht noch abzählen muss. Einpiepen. Ja, und tschüss. Hau ab. Vor allem kommt immer ein ganzer LKW. Da würde auch ein Kleintransporter reichen bei der Menge, die der bringt. Der bringt ja nun echt nicht viel. So, aber den haben wir zumindest. Der heizt los. Sprit haben wir, glaube ich, letztes Mal auch geholt. So, hier müssen wir mal putzen. Das ist ja widerlich hier. Elvis hat schon wieder überall seinen Schleim hinterlassen. Toiletten, ja, die wurden alle geklaut. Nicht wundern. So, wir haben mittlerweile einen Mitarbeiter hier. Der John. Der will mal bezahlt werden. Hier ist schon wieder Müll auf dem Boden. Ach, Mensch. So, Rinder mit dem Mülleimer. Zack. So, den John werden wir mal bezahlen. Das können wir natürlich hier irgendwie am PC machen wahrscheinlich. Angestellte wollte ich drücken. Alle Mitarbeiter bezahlen. Da. Ach, guck an. Jetzt sind wir wieder ärmer. Hier ist gerade keiner da, Dene. Und trotzdem muss ich dich bezahlen? Das ist schlecht. Das ist natürlich sehr schlecht hier. Mitarbeiter bezahlen, die nicht machen. So, hier erstmal tanken, oder? Wie viel haben wir noch? Oh, nur noch 100 Liter. Müssen wir schon fast wieder bestellen, oder was? Hab ich nicht letztes Mal irgendwie Tankzeug bestellt? Wir haben eine E-Mail, einen Kunde in der Werkstatt. Na, dann kommen wir aus meiner Werkstatt. Hallo, du da. Da muss noch ein Reifen. Von den Stiften haben wir auch nicht mehr so viele. Wie viele Reifen brauchen wir? Drei, das fängt ja schon mal schlecht an. Ne, zwei, ja. Das ist mal schlimm, wenn einer mitleuchtet. So, wir müssen erstmal hier an der Seite wieder die Lackkratzer rausholen. Ja, und dann müssen wir mal also hier Reifen und so bestellen. Komm, polier dir ein. Kannst das. Wieso schmeißt du das auf den Boden? Bist ja schlimmer als die Kunden. Zack. So, einen Reifen können wir schon mal machen, du aller Dude. Was ist denn jetzt? Ach, der nicht, sondern der hier vorne. Okay. So, dann müssen wir gleich, wie gesagt, Reifen bestellen. Zack, zack, zack. Komm, mach. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ab mit dem alten Ding. Aber dass sie immer noch mit ihrem kaputten Reifen hier so locker flockig hingefahren kommen. Als wenn nie was gewesen wäre. Vielleicht haben sie sich auch gerade einen Platten gefahren in der Kurve hier. Ich meine, bei dem ganzen Schrott, der hier rumliegt, wäre das ja nicht verwunderlich, wa? So, keine Produkte mehr, das stimmt. Warte mal, wir können auch hier an dem PC, genau. Lieferungen, Produkte. Nee. Lieferung, Autoteile natürlich. Da jetzt Motoröl. Okay, also wir brauchen mal ein paar. Oh, die sind gerade billig. Scheiße, ich habe nicht so viel Geld. 7 Reifen? Haben wir aber kein Geld mehr, aber wir haben 7 Reifen. Hab ich da gerade was gesehen? Nö. So, was gibt's denn hier auf dem Dach eigentlich? Gibt's hier oben was? Nö. Drüben das Dach ist auch ein bisschen größer geworden jetzt, ja. Können wir von hier aus noch irgendwo was sehen sonst? Irgendwelche Karten versteckt? Haben wir diese Schlangen hier. So, dann wollen wir mal hier die Leute wieder Schläuche reinführen. Und weg mit dir. Können wir von hier aus auch den tanken? Nee, es geht nicht. Nun, weil nimmt er den Schlauch nicht mit. Zack. Was ist hier los? Ja, es tut mir leid, ich habe auch nicht immer alles. Was soll ich denn machen? Guckt, ich habe da jetzt wieder Eis da. So, was haben wir hier? Oh, ja, guck, das Zeug haben wir auch mal nachgefüllt. Wollten wir schon längst mal machen, verdammte Schitte. So, haben wir noch ein paar Kekse dazu geholt. Und hier haben wir echt alles, glaube ich, mal geholt. Hauptsache, wir kriegen den Schuppen voll. So, wir könnten also, wenn wir Geld hätten, uns weiter Kekse bestellen. Oh, siehst du, was machen die Kippen? Da, guck, das ist jetzt auch erstmal wieder voll. Perfekt. Ja, Mr. Schlange. Haben wir das gesehen hier? Der hat gerade Müll daneben geschmissen. Hättest du mal verfolgt. Hättest du mal verfolgt. Wollen wir sie mal da rausholen, Mr. Schlange? Wir brauchen sie mal. Sie können ja mal die Kunden. Oh, Mr. Schlange. Was machen Sie mit dieser jungen Frau? Verfolgen Sie sie auf Toilette. Oh, guck mal, die pickelt im Stehen. So, Sie beobachten mal die Leute.
Sie beobachten mal die Leute auf der. Du bist mein Wachposten auf dem Klo. Genau, Mr. Schlange. Oh Mann, ey. So. Du verdienst mir zu viel, weißt du das? Du arbeitest ja gar nicht. Verdammt, wieso arbeitet der Junge nicht? Können wir mit dem noch was anderes machen? Mitarbeiter feuern und Bezahlung. Prämie zahlen. Was? Wieso sollte ich das denn machen? Bin ich bescheuert? Warte mal, wird Bedienkasse Autos reparieren? Könnte ich den immer geben? Dann macht der die Scheiße da drüben. Aber so viel sind da halt auch nicht. Nee, mach mal lieber die Kasse. Davon habe ich, glaube ich, gerade zur Zeit die Schnauze voll. Habe ich ein bisschen auf die Macht mit einer Weile. So, den Bullen erstmal noch einen Schlauch reinschieben. Sprit bestellen, Sprit bestellen, Sprit bestellen. Nee, Lieferung, Kraftstoff. Scheiße, das können wir ja auch nichts leisten. Nicht mal 230 dafür. Verdammt! So, wir können aber die Reifen erstmal annehmen. Dann können wir das Auto reparieren. Dann haben wir Geld. Und dann können wir die Bestellung machen. Oh Mann. Komm, renn mit dir. Hinten das Tor ist schon wieder offen, verdammter Mist. Zack. Rein ins Regal damit. Hast du noch was? Nö, na denn, verpiss dich. Ja, komm, fahr weg. Ja, fahr doch mal ein bisschen schneller weg. Zack. Ja, jetzt geht die andere Seite auch wieder zu. Ich habe mal gehört, dass man wird sonst ausgeraubt oder so. Es wurden Sachen weggenommen und darum muss man das immer auch, Mr. Schlange. Ja, sie machen das gut. Kassierst du jetzt oder nicht? Junge? John? Was ist los mit dir? Mach mal bitte die Kasse weiter. Ich könnte den immer abschalten quasi und dann, wenn Kunden wieder dastehen, wieder anmachen? Aber das ist ein bisschen Cheaten, oder? Das ist ein bisschen wie Cheaten. Nochmal, ich habe ja noch eine neue E-Mail. Dann ist irgend noch ein Kunde an der Kasse, der mit irgendwas droht. E-Mail da. Was wollen wir denn? Die Kunst der Autostellung. Ja, das interessiert mich eigentlich mal so herzlich wenig gerade, was da. So, den Müller mal schnell ausleeren. Den Müll mitnehmen, rein in die Werkstatt. Reifen nachfüllen. Wieso sind denn hier. So. Dann, welcher war's denn? Der hier vorne. Randa. Kriegen wir gleich wieder einen alten Reifen. Ja, das funktioniert ja hier. Komm, weiter. Geht das hier nicht schneller? Oh ja. Mal ganz entspannt, junger Mann. Sie haben ein bisschen auf den Reifen warten müssen. Ich genauso. Jetzt beschweren Sie sich hier nicht, ne? Also, Junge, kriegst du ein Ding hier am Kopf, Mann. Oh, scheiß Kiste ist doch fertig, oder nicht? Ach, du hast noch einen Platten. Das haben sie mit dem Auto gemacht. Geht dich nichts an. Naja, dich mag wohl jemand nicht, wa? Hat aber ein paar Platten Reifen gestochen. Was du willst. Ja, da brauchen sie jetzt ja nicht rumbrabbeln. Also, sowas ist mir ja noch gar nicht untergekommen. Ja, das kann ja ja wohl nicht wahr sein. Auf zu ja, erzählen. Alter. Ich mach doch schon. So, ihr Auto ist doch wieder fit. Da können sie sich verpissen. Na, sagen Sie mal, was haben Sie denn Ihr Meister gemacht? Doch ich kann mich gar nicht. Die kriegen ja nicht mal mein noch? Auto heile. Sie wissen ja nicht mal, was los ist. Sie wissen ja gar nicht. Was denn jetzt? Was braucht denn die Kiste noch? Ich dachte, die ist fertig. Na, kriegen Sie es heute noch hin, oder was? Das ist ja gar nichts. Wie lange muss ich jetzt hier warten? Was soll das werden? Nur mach hin, die ist mach nicht hin, fertig. Junge. Die andere Tür hat auch noch Schmutzflecken. Ach, Mensch. Oh, ich muss diese Stifte nächstes Mal auch mitbestellen. Die werden auch langsam eng. Was haben sie denn mit deiner Karre gemacht? Jetzt würde ich aber wenigstens 700 sehen. Komm. Das war eine teure Reparatur hier. Was ich hier alles an dem Auto machen musste. 460. Bist denn du für ein Geizhammel? Mein Saftladen hier, ich hau jetzt ab. Waren die Teile ja teurer. Bist du auch noch Arscher hier, du? Ja, ja. Scheiße, Mann. Das lohnt sich ja gar nicht. Früher hat die Reparatur noch was gebracht. Jetzt macht sie mich nur arm. John, wo willst denn du hin? Machst du Feierabend oder was? Kraftstoff niedrig. Ja, ich muss ja auch mal bestellen eigentlich. Ich hatte ja bloß kein Geld beim letzten Mal. Also, Kraftstoff. Komm. Volle Füllung hier. Das geht sogar. Wir nehmen auch die völlige Ladung jetzt hier. John? John? John ist weg. Der hat mich verlassen. Mein einziger Mitarbeiter hat mich verlassen. Wo ist denn John? Ja, jetzt je weiter. Ich will den nächsten kassieren. Ihr seid doch mal so lahmarschig. Leute, Leute. So, die Kippen haben wir schon mal drin. Super. Ja, ich bin fantastisch. So, oh, nur ein Eis weg. Seit dem Nachfüllen, da passiert ja auch nichts. Oh, da haben wir aber auch richtig nachgefüllt.
Alter, wir hatten hier 30 Getränke weggekauft. Wie sieht's hier aus? 3 Kippen weg, okay. Ah, das waren. Also, das Getränke war krass gerade. So, das haben wir. So. Ja, ich bin sowieso der Beste. Hier mal schnell ein paar Tanks füllen. Ich muss noch 30 Liter. Zeit, dass der da links kommt hier, oder Matt Damon. Zack. Ja, jetzt hupt euch nicht gegenseitig an, sondern macht mal endlich was. Na, komm her. Ja, ja, oh, wie viel Ware hast denn du, Leute, ey? Du musst ja wieder so viel nachbestellen, wenn sie hier so viel wegkaufen. Wer hupt denn da? Ist das jetzt schon wieder da draußen mit dem Tankwagen? Ja, klar, immer dasselbe mit euch. Ihr seid so blöd, ja. Ja, Matt Damon, was los? Ja, der wird langsam alter Witz. Ja, wir könnten uns mal Müll bestellen. Wie sieht's hier auf dem Klo aus? Oh, ich finde eigentlich ganz ordentlich. Der Drumgehupe ist ein bisschen nervig. Was hier passiert? Oh, ist ja widerlich. Oh, Elvis, wo bist du eigentlich, Elvis? Hab dich lange nicht gesehen. Bist du heute schon aufgetreten hier? Nee, noch nicht, oder? So, wenn er mit dem Tanken fertig ist, fährt er ja weiter, Leute. Ist doch nicht so schlimm jetzt. Reißt euch mal zusammen, lasst es mal den jungen Mann da machen. Was ist denn jetzt mit John los? Anni stillt doch. Muss ja schlafen zwischendurch, ja was? Willst du jetzt mal deine Aufgaben erfüllen, ja? Du bist doch hier für meine Kasse zuständig. Hier, ich bezahle dich auch noch mal kurz. Muss ich das ja auch noch machen? Ach, Mann. Nächste Sonne angestellten. Da können wir auch die Arbeit alleine machen. Oh, der hier, der holt wohl viel, oder? Den kennen wir doch hier. Team Andrew. Mensch, Team Andrew, komm. Ja, verdammt schön. Ach, der Bull ist auch noch aufgetaucht. Schlange. Oh, Mensch. Naja, Mr. Schlange ist gerade nicht da, tut mir leid. Können Sie nicht festnehmen. Wer sucht der Mr. Schlange? Glaubt er das? Was sind denn das hier für komische Kügelchen? Tabakdosen hier. Ja, ja. Die sollen doch Verbrecher verfolgen und nicht immer nur eine rauchen. Kein gutes Vorbild hier. Verpestet bloß die Luft, der Umwelt nervt andere Mitmenschen. Die Stimme liegen rum. Ach, nee. Thank you. Fertig jetzt mal mit Kassieren hier. Ich muss hier nochmal nachfüllen hier. Gucke, ich habe noch 320 Liter wieder. Wow, echt viel. Super, ja, ich weiß, dass ich super bin. Warum sprechen die eigentlich immer so komisch? Oh, das hier, das sieht schon geil aus hier. Es wird besser. Es wird besser hier. Viel schlechter kann der Schuppen ja auch nicht mehr werden. Man muss mal immer mal wieder putzen, den Schuppen. Kann man nicht eine Reinigungskraft einstellen, die den ganzen Müll einsammelt und den ganzen Schmutz wegräumt? Wo ist denn der John, Mann, wenn man ihn mal braucht? Ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt für 350 einen zweiten Angestellten holen sollte. Oder lieber sage, leck mich am Arsch, mache ich nicht. Und mache einfach nur so weiter. Also, vielleicht feuere ich den auch noch. Der macht ja nichts. Der ist ja völlig unfähig. Der verdient die ganze Zeit Geld. So haben wir jetzt alle. Tanken brauchen wir gerade keinen, perfekt. So, können wir mal schauen, wegen Nachfüllen. Eis ist damit leer. Alkohol. Snacks. Getränke. Oh, ich kann ja fast alles holen. Eigentlich kann ich alles kaufen. Guck mal, die kauft ja auch schon wieder. Ja. Alkohol und Snacks und Eis ist aber höchste Priorität. Also, Lieferung, Produkte, Snacks. Guck mal, Popcorn, hatten wir das schon mal? So, dann Alkohol. Die beiden sind im Angebot. Nehmen wir da gleich mal ein bisschen mehr von, oder noch? Ja, komm. So, dann diese Zeitung und Autopflege wollte ich eigentlich auch mal gucken. Alkohol haben wir jetzt. Frische, die Snacks haben wir.
Eiscreme. Wir packen erstmal rein. Zigaretten. Die hat man, glaube ich, auch noch nicht. Wie sieht es denn hier aus mit Autopflege? Oh, so ein schöner Schwamm hier. Wir packen einfach mal rein. Wie viel kostet? Ich weiß gar nicht. Ich habe ja bloß 380. Und ich habe hier meinen Warenkorb gefüllt mit weiß nicht wie viel tausend. Scheiße, völlig dumm. Der kann das ja auch nicht speichern. Das finde ich ein bisschen blöd, dass ich das hier nicht speichern kann einfach. Dann nehmen wir einmal Snacks weniger. Von denen haben wir ja noch welche. Von denen haben wir noch ordentlich. Die haben wir noch. 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 Und jetzt kann ich es mir leisten. Perfekt. So, dann brauche ich aber als nächstes ein Regal für Autopflege. Damit wir das auch hier reinkriegen. Jetzt habe ich gar nicht gesehen oder darauf geachtet, wie toll mein Lager oder also wie toll, wie voll mein Lager befüllt ist, wenn die ganze Ware da ist. Oh Gott. Zwei wollen tanken. Hier ist ja gerade volle Hütte. Alle wollen gerade was. Guck, vor allem meine Aufgabe, wie viel ich machen muss. Ist ja krass. Da rechts sehe ich, ich muss 45 Leute betanken. 200 Kunden bedienen und der John, der ist nicht da. Wo ist der John? Gott, John, mach doch mal arbeiten. So, die haben wir alle durch. Dann kommt hier schnell tanken. Und fertig. Ja, war nicht perfekt. Ich weiß, ist egal. Weiter geht's. Nächste. Perfekt, weiter geht's. Werkstatt. Ein Kunde in Werkstatt. Weiß man nicht, wo der Kunde hin ist? Irgendwo wird er sein. Dahinter. Mensch, ich hab's ja auch nicht gesehen. Was haben sie mit ihrem Auto gemacht? Sie brauchen also zwei neue Reifen, einen neuen Spiegel. Oh Gott, hier ist ja alles wieder los. So, erstmal einen Spiegel machen wir als erstes, sonst vergesse ich und übersehe das wieder. Hä? Hat der nicht eben den Spiegel angezeigt? Der zeigt doch den Spiegel an. Zeigt der nicht den Spiegel an? Für mich zeigt er den Spiegel an. Ja, okay, dann nicht. Dann legen wir den Spiegel hier fein säuberlich hin. Warte mal ein Stück weiter. So. Wir machen jetzt erstmal den Reifen. Dann machen wir nicht den Spiegel. Ich bin die Ruhe in Person. Komm. Wir ran mit dem neuen Gerät hier. Der neue Schlappen wird Profitorin. Chip. Wo ist denn der alte Schlappen? Da. Können wir die wegschmeißen hier irgendwo hin? Ja. Die an den Kopf. Nehmen Sie den mit. So, und 9 für hier vorne. Dran damit. Tap, 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 tap. Komm, Attacke. Ja, mach mal ein bisschen flotter hier die Schrauben rein, ja auch. Gibt's da für keine Maschine? Zack. Das war schlecht. Das war so schlecht. Ich schäme mich richtig. So, also, wir brauchen. Da ist doch der Spiegel. Der zeigt mir doch den Spiegel an. Ich bin doch nicht blöd. Warum sagt ihr mir denn immer was von Autokratzer? Und der Spiegel, der ist aber heile. Und der auch. Warum zeigt denn... Na, jetzt mache ich die Autokratzer erstmal weg. Das zählt als ganze Tür, aber ich sehe das Restliche, sehe ich gar nicht leuchten. Ich sehe irgendwie... Weiß ich auch nicht. Egal. Ich bin einfach doof. Der leuchtet doch trotzdem, der Spiegel. Braucht neuen Spiegel. Ja, was... Entschuldigung, dass ich den schon dreimal in der Hand hatte. Tut mir leid. Mach ich nie wieder. 370, ja, danke. Wissen Sie sich. Ich war mich hier zum Deppen hier, zum Klauen wegen euch. So, da kommt neue Ware. Hier können wir mal richtig füllen. Jetzt haben wir schon wieder 500 Tanken. Dann können wir uns gleich noch ein Autoregal hier kaufen. Warte mal, das können wir auch schnell von hier machen. Einrichtung, Regale, Autopflege. Na. Komm, wir nehmen den großen. Den großen. So, was haben sie hier denn mitgebracht? Ah, dieser wunderschöne Karton. Wiss Zeit ab, ja. Das ist oben. Gut, wiss ich Bescheid. Hätte ich sonst anders ins Regal geräumt. Mach's gut. Komm, hau ab. Ich muss zumachen. Bevor hier wieder der Dennis. Mir fällt's wieder ein, der hieß Dennis. Oh. Habe ich letztes Mal verpasst. Der war lange nicht da, zum Glück. Ja, die Schlange ist lang. Ich sehe es, aber ich will auch nicht mehr. Was soll denn das hier? Nee, nee, nee. Ich füll...
habe doch Alkohol bestellt, oder nicht? Habe ich nicht gerade Waren gekriegt? War das nur die halbe Lieferung, oder? Ach, ich habe die Hälfte wieder rausgeschmissen, weil ich es mir nicht leisten konnte, ja. Okay. Aber jetzt mal ehrlich, was ist mit meinem Angestellten? Das geht so nicht. Was ist denn mit ihm? Ich feuer dich gleich. Kurze Eiscreme, lege eine Pause ein. Nee, du sollst hier was machen. Bedien die Kasse. Was habe ich denn davor gemacht? Ihm gesagt. Tanken. Ja, jetzt mach die Kasse bedienen. Habe ich den... Moment, nicht benutzt werden. Ja, habe ich den zum Tanken geschickt? Nee, ich habe doch zwischendurch getankt. Wo war denn er die ganze Zeit? Elvis macht mal noch ein bisschen Musik für uns. Woo! Yeah, rock'n'roll. Ja, Elvis. Woo! Elvis? Zeig dich mal, Elvis. Für die Kamera, für die Fans. Bist du wieder schüchtern oder was? Bist du so depressiv? Ach Mensch, Elvis möchte gerade nicht so richtig. Tut mir leid, Leute. Sieh, hier haben wir noch ein bisschen Müll auf dem Boden. Noch mehr. Wer legt denn hier eine Banane hin? Die hätte man noch mal essen können. Ach nee, ey. Alles eine Dreckschweine hier. So, hey. Weg mit dem. Ja, tut mir leid, junge Frau. Ich bin ja am Ausmisten. So, ist hier noch irgendwo Dreck? Ich sehe nichts. Hier noch irgendwo Dreck? Ja, da hat der Elvis wieder Schmutz gemacht. Ja, der ist ein bisschen traurig zurzeit. So, ich muss mein Regal noch aufstellen. Zack. Regal aufstellen. Regale, da. Wo stellt man das hin? Ja, das schöne Gerät hier. Dreh doch erstmal das Teil. Ja, drehen, drehen. So, irgendwie hier davor. Ja, wunderschön. So, da kommt jetzt der Reiniger und Waschen und Polieren. Sozusagen. Ja, schön. Da kommen wir hier. Wie heißt der von Karate Kid? Mister. Meister, Meister. Verdammt, wie heißt der denn? Ich komme gerade nicht drauf. Oh Gott, ich schäme mich richtig. Das gehört zum Allgemeinwissen. Ah, ich will es jetzt auch nicht googeln. Und das hier auch nochmal Schmutzkugel hier. Da ist noch einer zum Tanken. Hallo Elvis. Oh, ich bin voll geschleimt worden vom Elvis. Oh. Oh, ich fühle mich so voll geschleimt. Was ist da los? Hallo? So, zumindest macht er wieder arbeiten. Irgendwas habe ich da falsch gemacht zwischendurch. Völlig verpeilt. So, wir können. Wir haben ein bisschen Geld noch. Wir haben ja wieder ein bisschen Kohle. So, was gibt's denn jetzt hier zum Aktualisieren? Und zwar die Werkstatt Stufe 2, damit wir einen Ölwechsel machen können. Das kostet aber 450. Habe ich. Habe ich sogar. Also, aktualisieren. Werkstatt 450. Yeah! So, dann müssen wir gleich mal hingucken, oder? Ab zur Werkstatt. Ah, ich hätte die andere Seite rauslaufen sollen. Aber ich wollte eigentlich nur diesen Kunden noch bedanken. Ah ja, das habe ich gewusst. Ich habe den gehört. Oder gerochen. Sieht auch nicht anders aus. Was ist jetzt hier anders? Hä? Hallo? Ich sehe nichts anderes. Ist hier irgendwas dazugekommen? Irgendwie soll doch angeblich Ölwechsel jetzt dabei sein. Ich muss diese Stifte bestellen. Hab bloß noch 3 Stück. Ich vergesse das jedes Mal aufs Neue. Jetzt polier doch mal hier fertig. Und diesmal kein Spiegel dabei? Nee, aber den Müll will er auf den Boden fallen lassen. Ach, Mann, Mann, Mann. So, dann haben wir also ganze 2 Reifen. So viel haben wir davon auch nicht mehr übrig. Das mit den Reifen ist echt übel. Komm, ran damit. Ja, hau rein, das Ding. Danke, danke, danke. Ja, wunderschön. So, ein Reifen wieder fertig. Ich sollte das Werfen sein lassen. Das kann's eh nicht. Völlig unfähig. Völlig unbrauchbar. So, und den Schlappen ja auch noch wechseln. Bim, 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 bim. Treffen muss man natürlich die Schrauben, sonst passiert nichts. Scheiße, ich bin zu betrunken. Ich treffe die Schrauben nicht mehr. Jetzt treffe ich auch noch gut, verdammt. Ich habe bloß wahllos geklickt. Dann hat der Reifen mal wieder verschollen. In mir drinnen oder so. Da ist er.
So, mach's gut. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gerade kassiert habe. Aber wir können jetzt wirklich mal hier rangehen. Lieferung, Autoteile. Motoröl. Weiß gar nicht. Das kostet ja fast nichts. Warte mal, wir nehmen mal gleich 10 davon. Die Kratzer. Die sind gerade teuer. Nehmen wir mal nur 2 dazu. Und wir reifen sie gerade billig. Wie viel sind wir? 481. Da müssen wir wohl einen Reifen rausnehmen. Und zweimal Motoröl? Ach komm, ein paar Cent, müssen wir dreimal Motoröl rausnehmen. So, jetzt sind wir fast pleite, aber zumindest haben wir die Werkstatt mal ein bisschen wieder ergänzt. Wie sieht es hier drüben aus? Wie schmutzig sind wir denn hier? Uah. So, Zeitung. Das Zeitungsregal wird wahrscheinlich eins der nächsten denn sein. Da haben wir nichts mehr für. Hier kann man neues Eis reinfüllen. Na, was heißt neu? Den Rest. So, wie sieht's hier aus? Habe ich auch nicht mehr. Können wir ein bisschen Popcorn nachfüllen? Und hier haben wir auch nicht mehr. So, was sagen die Kippen? Hier, die Schwarten, die hatten wir noch nicht. Du hast gerade Müll weggeworfen, Arschelje. So, der Hub wird da irgendwo was hier. Wer hupt hier? Was ist los? Danken müssen wir auch. Ach Mensch, was wollt ihr denn alle? Noch so viele Leute. Oh Gott, das endet ja nie. Was ist denn das für eine widerwärtige Aufgabe? Ich habe erst 3 von 10 Autos repariert. Ich muss 100 Kunden bedienen. Muss ich das selber machen oder reicht das, wenn mein Karl Hufschmied das hier macht? Und man muss mal beobachten. Und ich muss den mal wieder bezahlen. So, 35 Leute, sagt er mir. Angestellte, da, nimm mit. Was denn jetzt? Machst du bloß einen Mülleimer voll oder machst du was kaufen? Können wir gleich rausbringen, den Schmutz. So ist das neue Auto. Ja, da kommen ja die Autoteile schon. Die sind aber schnell unterwegs. Meine Güte. Ja, ich bin ja da, ich bin ja da. Meine Güte, machen wir hier nicht so einen Stress. Was haben sie denn hier mitgebracht? Ah, Mensch, ein ganzer LKW für einen Karton. Bin fasziniert. Und da passen alle Reifen rein. Super. Verdammt gut gemacht. So, komm, hau ab. Hau ab. Verschwinde. Geht alles zu? Ja, perfekt. So, da steht schon mal ein Auto in der Werkstatt. Jetzt bin ich mal gespannt. Also erstmal Reifen nachfüllen. Nur 3. Spiegel haben wir keine mehr. Hier haben wir auch nur 2 kaufen können. Hier ist das Öl. Ah, und hat die jetzt ein Ölproblem? Oder? Achso, fahren wir jetzt erst. Komm, mach hoch da. Wir brauchen erstmal Reifen. Ran damit. Zack, 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 zack. Alles daneben. Oh Mann, oh. So, ruf da mit dem nächsten Schlappen. Ein, hier 5. Fertig. Gleich den nächsten Reifen mitgenommen. Nächste Schlappen wechseln, ja. Mensch, hier, ich bin der Mechanikermeister schlechthin. Gut, dass es nur die gleichen Probleme gibt. Und erst wenn man es aufwertet, haben sie ganz plötzlich auch einen Ölwechsel. So, den Reifen packen wir mal hier mit zu. So, was hatten wir hier noch? Ein Spiegel, tatsächlich ein Spiegel. Davon haben wir zum Glück noch ein paar. Tut mir leid, Spiegel. Tut mir leid. Tut mir einfach leid. Ich wusste nicht, dass es so ausgeht. Ich wusste nicht, dass ich erst die Tür polieren muss. So, Mr. Spiegel, jetzt können wir aber, oder? Ja, ich hab's gewusst. Ah, Mann. So. Karre fertig. Ja, danke. Den Schmutz müssen wir noch wegräumen. Wie viele Karren brauche ich noch? Noch 6 Stück. Und das Kundenbedienen funktioniert auch. Perfekt, sind 40. Reicht also, wenn ich Angestellte habe, die Arbeit für mich machen. So, wenn ich also jetzt 450 entweder in die Werkstatt investieren sollte, oder soll ich mir einen Angestellten noch holen? Der, den die Autos repariert, der muss ich das nicht mehr machen. Wir holen uns noch einen Angestellten, oder? Kurz einen Arm gekratzt. So, hier, Wohnwagen. Kaufen. Du musst die Tankstelle aufrüsten. Nee, muss ich nicht. Oh, Mensch, du bist ja immer noch da, Einwanderer. So, dann bestellen wir lieber Mitarbeiter. Bestellen wir einen Mitarbeiter. Wir bezahlen den Mitarbeiter, aber wir können den natürlich auch bestellen. So, Autoteile nochmal ran. Hab ja gerade mal ein bisschen Kohle. So viel ist es aber auch nicht. Ich würde gerne mal das Regal richtig voll scheißen. Aber 12 kriege ich sowieso nicht bestellt.
sondern eher 8. So. Dann haben wir aber zumindest, wenn die nächsten Mal die Reifen kommen, da nochmal eine volle Ladung. So, ich muss unbedingt Leute hier mit Sprit befüllen. Dann brauchen wir 45 Leute von. Gott, ey, das dauert echt noch lang. Ganz schön harte Aufgabe. Ja, super. Ja, ich bin fantastisch. So, ich könnte noch ein paar Autos knacken, aber da habe ich gerade keinen Bock drauf. So, Angestellten kriegen wir also leider doch nicht. Müssen wir also wieder in die Werkstatt gucken. Aber da ist nichts, ne? Ist gerade keiner da. Kommt hier mal jemand? Ich brauche noch 6 reparierte Autos. Leider nicht. Kommt keiner. Kann man rufen, wann man will. Aber was ist denn das da oben für ein Bild? Der Kassierer ist gleich wieder K.O. und macht eine Pause? Oder was heißt das für mich? Was heißt das Schönes? Was haben wir hier gemacht? Mr. Schlange, haben Sie den beobachtet, wer das war? Ach so, ach so. Ah, das war wieder klar hier. Die Prominenten, ja. Vom anderen Planeten. Ach so. Ach so, ja. Ach, na dann. Ja, müssen wir hier drin auch noch putzen. Haben wir alles? Ah, du verdienst ja auch Geld beim Rumstehen. Das geht so nicht. Du musst nur Geld verdienen, wenn du auf was machst. So. Wie sieht es da drüben aus? Der Müllsammler ist voll da. So. Dann. Zack. Sieht echt cool aus, wenn das sich nach und nach füllt, wie viel da reinpasst. Und wenn man dann wieder so Sperrmüll hat, dann ist er einfach ultimativ schnell voll. Oh, da ist ja wieder einer. Ja, wunderschön. Wie siehst du denn aus? Was gucken Sie mich denn so an, Mister? Was ist bei Ihrem Auto kaputt? Was haben Sie damit angestellt? Das war der Nachbar. Ein Reifen und ein Spiegel. Wahrscheinlich heißt das mit dem Spiegel wieder, die Tür ist zerkratzt. Ist ja immer dasselbe, ja? Er zeigt das eine an und meint das andere. Komm, ruf da mit dem neuen Schlappen. Den alten wegräumen. So, oder wirklich nur der Spiegel. Darf ich die Tür machen? Nee, darf ich nicht. Ich muss wirklich nur den Spiegel machen. Ja, tatsächlich. Klack, klack. Drauf da. Perfekt, ja, 180 war eine schnelle Arbeit. Perfekt, so eine Leute mag ich. Das mit dem Reifen ist ein bisschen nervig noch. Der kassiert aber auch immer Geld, ey. So, hier haben wir also nichts. Wir könnten uns also... Hier ist auch nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Kippen haben wir aber noch ordentlich. Oder? Naja, nur noch 10 Schachteln. Alkohol ist auch nicht mehr. Und Eis machen wir jetzt auch den Rest nach, wa? Nee, immer noch nicht. Okay. Also Eis und Zigaretten brauchen wir nicht. Den Rest müssten wir bestellen. Lieferungen, Produkte. Erfrischungsgetränke. Die sind gerade im Angebot. Und die da auch. Dann Snacks. Hier die ollen Chips mal wieder. Und Popcorn. Was habe ich gesagt? Zigaretten haben wir noch, Eiscreme haben wir noch. Also können wir Alkohol bestellen. Den da und den da. Zeitungen haben wir noch, keine Zeitungsständer, aber wir können hier nochmal den Cleaner und Schwämme bestellen. Und das da vielleicht auch und gucken, ob überhaupt A, so viel reinpasst. Ja, würde. Und B, ob das Geld reicht. Nicht ganz. Der Kassierer muss man noch ganz schnell was kassieren. Komm, kassier mal was. 487 brauchen wir. Kassier mal. Junge. Ist hier doch. Ja, du piepst das wunderschön, aber du musst das auch mal Geld machen. Komm, komm, komm. Ja, fein. Ja, fein. Oh, oh, oh. Wirklich, das ist dein Ernst? Das war nicht genug. Du musst mehr kassieren. Kassier doch mal. Wir haben noch Chips. So sind die im Regal liegen. Komm, kassier schneller. Komm, ich brauche ein bisschen Geld noch. Ein bisschen, nur ein bisschen. Mach mal noch. Danke. Ah, schön, wenn man einen Mitarbeiter hat. Das hast du... Fein gemacht. Wo ist er hin? Er hat sich aufgelöst. Lieferung Torhaus. Kraftstoff. Irgendwas wollen sie auch noch. Kunde will Kraftstoff. Zack. Incredible. Verdammt, das hat mir auch Geld gebracht. Aber wenn ich weggegangen wäre, wäre die Bestellung ja wieder weg. So. Ja, hier haben wir auch noch ihn drin. Dann machen wir vorher. Das ist wichtig hier gerade. So, wir haben eine Tür, Reifen. So. Oha. Ich habe ein paar Stifte ja nachbestellt, aber die sind ja auch schon wieder jetzt weg. Ja, das ist schon schwierig hier mit dem Geld zu haushalten, wenn man dann auch noch Sachen aufwertet. So, den Spiel. Ja, jetzt hupt doch mal nicht immer alle Mann. Was soll denn das?
Oh, hier ist nur noch ein Rest von übrig. So, jetzt kommt natürlich das Schlimmste. Das ist das, was mich immer stört. Hier, die Reifen, ey, das dauert zu lange. Ich habe ja keine mehr auf Lager, oder was? Muss ich wirklich erst noch zu dem LKW laufen? Oder habe ich bloß nicht alles nachgefüllt? Ich glaube, ich habe noch nicht alle nachgefüllt, wa? Zack. Ja, fertig. Fertig. So, den wegbringen. Boop. Scheiße, ich muss wirklich erst da hinten ran. Ah. Ja, ja, ich bin ja da, ich bin ja da. Ich brauche ja sowieso die Teile jetzt. Perfekt. Zack. Ja, und tschüss. Kommt der nächste ran. Vielleicht muss ich immer Doppelbestellung machen. Das ist irgendwie effektiver, als jedes Mal diese Werkstatt zu rennen. Komm, rein. Ja, rein, junger Mann. Kommen Sie rein. Verdammt schön. Komm, mach auf die Luke. Oh, da haben wir ein bisschen mehr Ware diesmal. Ja, vielleicht kriegen wir das Lager ja mal ein bisschen voller. Oh, noch mehr. Schön, dass ich alles ins erste Regal legen kann. Oh, nicht hängen bleiben. Und trotzdem sich das alles füllt. Oh, bis an die Decke fast. Zack, zack, zack. So, hau ab. Verschwinde. Will dich ja nie wieder sehen. Na ja, bis nächste Woche. Oh, diese Kurve, geil. Zip. Ja, alles zu. So, hinterher. Frag mich, wie das noch wird hier, wenn ich hier... Oh, der Kassierer ist mal wieder... Ja, tut mir leid, der John, der macht immer Pausen. Unangekündigte Pausen. Ja, also... Das, ja, ich verstehe das natürlich. Das ist ein Affe, ist das. Ja, das ist kein vernünftiger Mitarbeiter. Da suche ich mir vielleicht nochmal einen anderen. Vielleicht so einen Einwanderer oder sowas. Ja, der ist Anwalt. Den kann ich leider nicht so leicht rausschmeißen. Tut mir leid. Der kennt sich mit den Sätzen aus. War vielleicht ein Fehler, den einzustellen. Oh, die Kurve war ja alles Mögliche jetzt. Geil. Ja, ja, ich bin fantastisch. Hier, den Alkohol können wir perfekt nachfüllen. Das Eis... Na, fast. So, Softwings aber können wir jetzt geil nachfüllen. Ja, schön. Ja, bin ja gleich da. Nee, alles platzieren, immer alles. Ich möchte ja nicht nur anteilig hier. Das müssen wir auch richtig zuscheißen. So. Weiter jetzt, ja. Chips, Chips, Popcorn. Ja, ja, du bedankst dich noch und falsche Seite. Ich tank mal den Polizisten hier schnell. Weil ich brauche noch so viel Tankung. Da habe ich erst die Hälfte. Ach Quatsch, hier ist ja nichts. Den hier noch, den kleinen. Den kleinen. Mal gucken, wie viel da reinpasst. Und nicht viel mehr. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel Sprit ich noch habe. So, jetzt können wir weiter kassieren hier. Ja, der John, wie gesagt, der John, der ist immer nicht da. Zack. Oh Gott, ist das hier stressig. So, Klo putzen. Wie sieht's hier aus, Mr. Schlange? Haben Sie wen beobachtet, der hier Schweinereien macht? Nicht? Na, dann ist ja schön. Muss ja nicht immer was sein, ja? Müll. Zack. Hier war auch noch Müll. Zack. So, dann machen wir den hier mal leeren. Zack. So, der John müsste aber langsam mal wiederkommen. Seine Schicht hier ist ja nun, also... Ich habe den eingestellt für 24 Stunden, glauben Sie das? Und der kommt nicht. So, wo ist er denn hier, der John? Hier kriegst du auch trotzdem mal dein Geld und dann sprechen wir nochmal mit dir, Klartext hier. Also, deine Aufgabe ist es, bitte schön die Kasse zu bedienen. Dann komm bitte auch zu deiner Kasse. Ja, jetzt macht er das auch wieder. Muss ich das jedes Mal neu machen oder was? So, was sagt die Werkstatt? Kunde in Werkstatt. Also. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Scheiße, stimmt, da war noch ein Reifen übrig, ja. Oh Mann. Oh Mann, nein. Ah. Verkackt. Einfach nur verkackt. Ich habe sonst nichts zum Füllen, ne. Ach, das ist doch scheiße. Jetzt brauche ich immer noch 5 Kunden dafür. Trinkgeld kriege ich... Oh, da hat jemand wieder Schmutz hinterlassen. Den Rest kriege ich ja relativ gut hin hier wahrscheinlich. So. Ja, ja, steig schneller aus, damit ich dich füllen kann. Ja, verdammt schön. Ja, rein damit. Ist schön, wenn der Tank jetzt mehr reinpasst, dass man nicht alle 20 Sekunden bestellen muss. Das ist echt verdammt schön. Zack. Ich meine, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen sparen, damit ich Bestellung machen kann. Ist hier noch irgendwo Fußabdrücke? Ist hier noch was? Wer hupt denn der schon wieder? Ey, lassen Sie mal die Frau einfach über die Straße gehen. Die müssen ja nicht gleich hupen. So, auf dem Klo ist ohne Schloss.
So, also, wie sieht es jetzt hier aus? Das letzte Eis können wir noch reinfüllen. Wir könnten immer noch ein bisschen Eis, Schnaps, Autoreparaturzeug hier, also Autopflegezeug. Softwings sind auch schon wieder leer. Ich kann eigentlich immer bestellen, oder? So, dann machen wir erstmal hier Lieferung, Kraftstoff. Mach mal Fully Hütte. Oh Gott. Okay, ich dachte, ich habe ein bisschen mehr noch. Also, dass ich nicht so viel brauche. Gut, dann ist der Kraftstoff zumindest gleich wieder komplett voll. So, und John an der Kasse, immer wenn er oben voll ist, haut er wieder ab, oder was? Oder leert er sich? Oder kriegt er denn Erfahrung? Oh nein. Hört ihr das auch? Oh nein. Wo ist er? Da kommen sie. Da kommen sie. Oh Mann, ey. Was ist ja? Yo, ja, ja, ich mach mit. Woo, 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 ja, yeah, 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 ja, yeah. Woo, woo, ja, yeah, Mr. Alien. Woo, yeah. Und du, wo holst du die immer her, Junge? Wo holst du die immer her? Was habt ihr denn da eingebaut in diesem Bus? Wo kommt ihr her? Von welchem Planeten? Und was ist das für abgespacede Spiegel? Ich meine, die gucken ja komplett nach unten, oder was? Also. Ich bin sprachlos. Jetzt habe ich hier so eine Alien-Schule im Schuppen. Oh Gott. Mein Mitarbeiter wird doch total verstört sein, oder? Da gucken wir gleich mal rein. Dann schnell die wegtanken hier. Gott, was ist mit ihm los? Was? Oh Gott, was macht ihr hier? Ha, nicht gefüllt gekriegt. Was denn jetzt? Was ist denn der Müllsackkätzchen? Hä? Ist im Boden gefallen oder was? Oh Gott, die Aliens, ey. Ich werde schon wieder heimgesucht von den Irren. Oh, da ist er. Oh, tut mir leid, Mr. Alien. Bitte assimilieren Sie mich nicht. Gott, die Schlange. Ja, John, da musst du dich jetzt mal ranhalten. Endlich musst du mal richtig arbeiten, Junge. Der hat immer den Sack nicht mehr richtig in der Hand nach einer Zeit. Ja, ja, ihr könnt ja hupen, wie ihr wollt. Das Matt-Brötchen kriegt's eh nicht hin hier. Matt Damon ist so doof zum Aufkurbeln. Oh Gott, was ist das hier für eine Schlange? Ne, den Rest lassen wir mal. Der haut schon wieder ab. Gut, dass hier geht. Ja, Herr Officer, machen Sie den nochmal fest neben da. Das sind so ein paar Bekloppte. Ich weiß nicht, ob die von hier sind, aber die kommen so vor, als wenn sie auf einem anderen Planeten immer zu Besuch kommen. Ich bin nur zum Tanken gekommen. Was, Sie wollen nur Sprit tanken? Na dann. Kümmern Sie sich nicht um die Belange der kleinen Menschen. Das verstehe ich. Machen Sie ja sowieso nie. Fährst du mich hier über den Haufen oder was? Ja, steigen Sie aus und jetzt? Ach so. Ja, ja, war wieder klar, Junge. Nichts sagen, ja, das sind die Richtigen hier. Zack, rinn damit. Oh, herrlich. Die Schlange ist echt lang. Und stört das auch nicht, dass hier so ein paar Bekloppte rumlaufen, oder was? Bin ich der Einzige, den das hindert? Gott, habe ich Luckys offen oder so? Was ist hier los? Warum bin ich denn der Einzige, den das irritiert? Oh Mann. So, können wir hier noch irgendwas aufwerten eigentlich? Irgendwo war doch hier Aktualisierung? Ne, da muss ich erst Aufgaben erfüllen, dann können wir weitermachen. Okay, dann, warte mal, wer... Guck mal, den Presslufthanger, was macht der eigentlich? Was kann ich mit denen anstellen? Kostet mir noch zu viel, aber ansonsten, dann müssen wir mal gucken, ob wir den heute noch rankriegen. Weiß ich nicht. Hier ist zumindest nichts los. Ich hab doch jetzt schon wieder den Typen hier. Hallo Elvis, hast du auch was gesehen? Wo ist denn der Dennis? Wo ist denn der Dennis hin? Dennis? Dennis? Ich hab doch den jungen Lachen gehört. Mr. Schlange, hast du Dennis gesehen? Auch nicht. Ah, Dennis! Geh da weg, Dennis! Geh mal weg, Dennis! Was soll denn das? Lass meine Wand in Ruhe! Ich muss bloß wieder arbeiten hier. Ja, ich weiß, dass du Schule nicht schreiben kannst und die Schule nicht magst, aber deswegen musst du mir doch hier nicht... Oh, was ist denn hier drinnen passiert? Ja, die Alien-Party hier, ja. Oh, Mann.
Wieso ist denn nicht alles so schmutzig in meinem Laden? Ist der Dennis jetzt wenigstens abgehauen? Und die abgespacede Mucke hier immer noch. Dennis? Dennis, bist du weg? Der läuft da hinten rum, der haut ab, wa? So, dann müssen wir also mal wieder rumpinseln hier. Na, danke, Dennis. Hast mir wieder Feierabend versaut. Ja, Dennis ist nicht mehr der King hier. Reicht langsam. Ja, Mr. Alien. Ich hab sie nicht gesehen. Ich hab sie nicht, ja. Ist hier noch irgendwo was? Sehe ich was? Hallo, Elvis? Ja. Nee. Oh, die Mucke hat aufgehört. Ich glaube, die Behinderten vom anderen Planeten sind wieder weg. Was sind das immer nur für Gestalten hier? Quatsch, falsche Taste. Den wollten wir. Rein mit dem Schlauch. Ich muss mal wieder in die Werkstatt. Verdammte Kacke. Mich stört richtig, dass ich ein Auto versaut habe, weil das dauert ja auch immer alles mal so lange. Elvis da draußen. Hier drinnen ganz viel Schmutz. Ist hier noch was? Ja, da haben wir noch eine Flasche. Da liegt noch eine Banane, warum auch nicht. So, und da machen wir einen Sack. Der Sack kommt dahin. Oh Mann. Jetzt habe ich den in die Werkstatt geschmissen. Guck mal, das füllt sich schon so ordentlich, dass ich von der Seite fast ran muss. So, neue Ware haben wir zum Glück nicht bestellt, aber das Auto machen wir heute noch, oder? Restlufthammer kriege ich denn bestimmt noch zusammen. Ein Reifen nur? Bitte lass es wirklich nur diesen einen Reifen. Oh, da unten auf dem Boden ist schon wieder Schmutz gesehen. Oh nein, nur gleich abbrechen, alles. Alles abbrechen, den Typen rausschmeißen, weil hier liegt Schmutz auf dem Boden. So, rein mit dem Reifen. Ja. Nice. Zack. Perfekt, wurde ein Auto geschafft. Müll. Den da. Ja, perfekt. So, hier müssen wir auch mal wieder nachbestellen, aber ich weiß jetzt nicht. Hol ich mir jetzt einfach den Presslufthammer? Ich will auch wissen, was der macht. Andererseits müsste ich erstmal noch ein bisschen Geld machen. Ich glaube, das kriege ich auch so hin. So, wir gucken jetzt mal Werkzeuge. Ja, Presslufthammer. So. Was machen wir mit dem Schönes? Nicht benutzen, während eine Tankstelle öffnet ist. Bauvorschriften, Versicherungsklausel, Arbeitsschutz, gesunder Mensch. Was? Ich darf nichts mit dem machen. Ich muss die ganze Tanke schließen. Will ich jetzt aber nicht. Den tanke ich lieber nochmal ein. So, und während wir den hier tanken und machen wir aber für heute Feierabend. Drum, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao, habe ich gesagt. Jetzt geht doch mal bitte auf die Endcard. Da kommt jetzt die Endcard, Leute. Jetzt geht doch mal auf die... Nee, es geht... Ja, 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 hört auf zu reden. Macht die Endcard an. Danke. Ciao, ciao.